Willkommen zu Super Mario Bros. Ich habe mir viel Zeit genommen, um zu überlegen, wie ich dieses Let's Play am besten gestalte. Ob ich einfach nur so als Joke alles mache, so, hey, willkommen, das ist Mario. Oder ob ich das ganz ehrlich mache mit, ha, das ist Super Mario, dieser Pilz macht dich größer und alles. Aber ich glaube, jeder von euch kennt Super Mario. Und ich glaube, am coolsten wäre es wahrscheinlich, wenn ich euch in diesem Let's Play, aus zwei, drei Folgen oder so, schätze ich mal, euch einfach nur ein paar Tipps und Tricks und so ziemlich alles, was ich über dieses Spiel weiß, zeige. Oder zumindest mehr oder weniger alles zeige. Also ja, das Spiel brauche ich jetzt nicht erklären, denn man spielt Mario, man wird größer, es gibt Münzen. Das sind übrigens Toads, das ist wirklich so. Die Blöcke, die ich gerade kaputt mache, das sind Toads, wir haben gerade mehrere umgebracht. Schön, oder? Ja, das ist doch schön. Wir werden mal ganz kurz speichern. Hier kann man nämlich rein. Ja gut, ein paar Münzen abzustechen hier. Hihi, ein bisschen mitnehmen. Und dann landet man wieder auf der am Ende des ersten Levels. Genau, hier ist das Ende. Aber das machen wir nicht. Denn dann hätten wir dieses wunderschöne One-Up verpasst. Und das wollen wir doch nicht, oder? Wir wollen doch bestimmt alle One-Ups sammeln. So, jetzt können wir endlich alle abschießen. Piu, piu, brutal. So. Ich werde zumindest versuchen, euch so mehr oder weniger alles zu zeigen im Spiel und ich versuche nicht durchzurushen. Ich habe schon ein paar Mal Mario Bros. Gespeedrunnt, also ich kenne mich. Ich würde schon sagen, dass ich mich relativ gut auskenne mit dem Spiel. Ich habe zwar nie als Kind gespielt, aber ich habe es halt irgendwann als Teenager sehr oft gespielt, weil ich mir dachte, das Spiel ist super simpel, super cool, easy peasy. Und ja. Da haben wir die Flagge. Das ist jetzt unser Schloss. Wir gehen vom Schloss raus in das nächste Level. Konnte mich übrigens gerade nicht bewegen. Das war wie eine Cutscene. Ja, krass. Technology und alles. Hier ist übrigens immer ein Power-Up. Und ihr habt vielleicht schon gemerkt, man kann hier nicht wieder zurück. Es gibt manche Versionen von Super Mario Bros. Da kann man zurück, aber in der allerersten, also die hier auf NES. Da kann man nicht mehr zurück. Oh, ist das schade. Und da habe ich auch nicht alle Münzen bekommen. Ist das auch schade. Aber wenn man die hier kaputt macht, dann kann man hier noch oben stehen bleiben. Ich glaube, hier gab es auch irgendwo ein One-Up. Bin mir gerade nicht sicher, wo. Hier kann man übrigens einfach halt drunter sliden. Muss man aufpassen, dass man nicht getroffen wird von denen danach. Wow, knapp. So, ich wollte jetzt noch mal ein bisschen zurückspulen. Also, deshalb bin ich jetzt wieder am Anfang des Levels relativ. Weil er noch ein paar Sachen zeigen wollte, die ich übersehen habe. Zum Beispiel kann man hier einfach die Koopas kicken. Und wenn man dann schnell genug ist, kann man ohne Feuerblume die anderen Gegner wie die Goombas und alle hier besiegen. Ganz, ganz easy. Außerdem habe ich an dieser Stelle ein Power-Up übersehen. In diesem Spiel ist es so, wenn man klein ist, kriegt man erstmal da immer einen Pilz. Und wenn man dann groß ist, kriegt man da immer eine Feuerblume. Und, ja, jetzt machen wir hier einfach weiter. Oh, verdammt. Schaff ich's noch? Ja, ich schaff's noch. Denn hier oben. So, first try. Ich habe bestimmt nichts geschnitten oder so. Nein, nein, alles perfekt. Wunderbar. So, wir können, wenn wir ganz normal, auch einfach hier lang gehen. Oder wir gehen hier in die Röhre rein und finden ein paar Münzen. Und skippen dadurch die ganzen Piranha-Pflanzen, weil die sind ja böse und wollen uns beißen. Gar nicht nett, gar nicht cool, ey. So, diese Stelle hier kennen, glaube ich, die meisten von euch. Also, wenn nicht, wäre das schon ein bisschen traurig. Übrigens, ich mache jetzt einen Pro-Gamer-Move und werde mich jetzt umbringen. Warum? Um euch zu zeigen, dass dieses Spiel Checkpoints hat. Jetzt sind wir nämlich genau hier und können nochmal Geld farmen. Yay, bei 100 Münzen gibt es ein One-Up. Also war es doch nicht so schlecht, dass ich gestorben bin. So. Nur für die Leute, die. So, nur für die Leute, die halt meinen, irgendwie, das erste Mario Bros. Spiel, der hatte keine Checkpoints. Das stimmt nicht. Die sind nur unsichtbar und die sind auch nicht unbedingt in jedem Level und die sind auch nicht wirklich gut verteilt. Aber sie existieren und das wollte ich damit beweisen. So, außerdem kann ich hier direkt wieder groß werden. Und ja, ich glaube, dieser Ort sagt einigen was. Und zwar, wenn man den zweiten Block da wegmacht, kann man hier mit einem gezielten Sprung, der geht eigentlich nie so easy wie jetzt gerade, oh nein, mit einem gezielten Sprung
an den zweiten Block drankommt, als großer Mario, ich glaube, das geht als Kleiner nicht, oder ich glaube, das geht schon als Kleiner, aber es ist viel, viel schwieriger als Kleiner, dann können wir hier durch die Wand und werden auch ein bisschen rüber geschoben und dann, oh mein Gott, Welt minus 1. Ich weiß, ich habe das alles noch nie gesehen. Ja, das ist einfach, glaube ich, das nächste Level, oder nee, das ist, glaube ich, 2-3 oder sowas. Auf jeden Fall einer der späteren Level, die wir wahrscheinlich heute auch noch sehen werden. Nur mit dem Unterschied, dass dieses Level einfach, wenn wir am Ziel sind, einfach loopt. Und dann spielen wir das Level einfach für die Ewigkeit. Immer wieder, immer neu. Ihr solltet manchmal die Famicom-Version von Super Mario Bros. Anschauen, denn da ist die Minuswelt richtig interessant. Da gibt es auch Peach und Bowser und alles. Und die Level sind alle komplett anders. Es gibt da wirklich drei verschiedene Level, die man spielen kann. Das ist wirklich interessant. Aber was ist eigentlich normalerweise dahinter? Jetzt habe ich es eigentlich schon ein bisschen gespoilert, aber ja. Welcome to Warp Zone. 2, 3 und 4. Jeweils für die Welten. Aber wir cheaten natürlich nicht und gehen ganz normal in die normale Röhre rein und beenden das Level. Gehen direkt zum nächsten. Ach ja, kleines Fun Fact. Jetzt kommt Feuerwerk. Sechsmal. Woher ich das weiß? Bei der Zahl, bei der Time. Die letzten drei Buchstaben. Der dritte Buchstabe. Der letzte Buchstabe auf jeden Fall bei Time. Wenn eine 1, 3 oder 6 ist, kommt jeweils genauso viel, wie halt die Zahl da anzeigt. Feuerwerk raus. Also es ist nicht so wie eine Schnappzahl wie in den späteren Marios. Wow. Außerdem, kleine Challenge für euch. Versucht mal in diesem Level. Jetzt habe ich schon verkackt, oder? Oh. Okay, ist jetzt nicht super geskillt heute, aber ich gebe mein Bestes, okay, lasst mich. Okay, also, was ich sagen wollte, versucht mal in diesem Level jede einzelne Münze einzusammeln. Als kleine Challenge. Warum, sage ich euch dann später, wenn wir soweit sind. Ah, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Du. So. Aber das ist böse, vor allem jetzt, wo ich keinen Pilz hab. Oh, ganz knapp. Oh, aber ich rutsch noch. Immer aufpassen, man rutscht ein bisschen. In diesem Spiel. Oh Gott, was mache ich da? Oh Gott, was mache ich da? Hier lasse ich am besten mal Sprint los. Oh, jetzt habe ich leider schlechtes Timing erwischt. Okay, Sprinte. Aber nicht zu viel, sonst überschätzt man sich. Und das wollen wir natürlich nicht. Bam. Ja, ah, der ist böse. Ja, ich wusste, früher oder später würde so ein Move passieren. Ich wusste es. So, haben wir jetzt alle Münzen? Ich glaube schon, oder? Ja. Wunderbar. Dann kriegen wir gleich eine kleine Belohnung. Dazu dann gleich mehr. Aber jetzt ist erstmal ein riesiges Schloss, ein riesiges Castle. 1-4. Das vierte Level einer Welt und somit das letzte Level einer Welt ist immer ein Schlosslevel mit bösen Lava und Lavabalken und alles. Boah, böse und Lava und Feuer. Ja, ja, ganz gruselig. Alles grau. Müssen wir aufpassen, wir wollen natürlich nicht aufgespießt werden, das brennt. Ah! Okay, leider verbockt. Aber jetzt haben wir einen epischen Kampf gegen Bowser! Oh mein Gott! Oh! Oh, was machen wir hier? Nach oben! Haha, ausgetrickst! Ja, Bowser besiegt! Und tot gerettet. Thank you, Mario, but our friend is in another castle. Wie bitte? Die Chance geht weiter. Kleiner Fun Fact nochmal am Rande. In jeder Welt kann man Bowser mit einer Feuerblume besiegen und dann stellt sich fest, es war eigentlich nur ein Gegner. In der ersten Welt ein Goomba. Oh Mann. Also, hab ich gar nicht erzählt, ne? Die Story zu dem Spiel. Ja, die Story ist, den Typen, den wir gerade gesehen haben, das war Bowser, ja. Das ist der böse King der Koopas, also der Schildkrötenviecher. Ja, warte, ich erzähl gleich wer. Erstmal, hier spawnt nur dann ein One-Up, wenn ihr in Welt 1-3, wo ich vorhin gesagt habe, macht mal eine Challenge, wenn ihr da alle Münzen einsammelt. Genauso generell ist das so in jeder Welt. Wenn ihr immer im dritten Level einer Welt alle Münzen einsammelt, spawnt in der ersten Level jeder Welt
ein Secret One-Up, den ihr finden müsst in einem unsichtbaren Block. Jetzt sagt die Story. Bowser, der Böse, hat die Prinzessin entführt. Prinzessin Toadstool, oder wie wir sie heute kennen, Peach. Und hat alle Toads in... Jetzt passt auf. Ziegelblöcke verwandelt. Und ich töte gerade ganz viele Toads. Ist das nicht böse von mir? Naja. Gehen wir mal hier in das Secret rein. Denn hier oben ist ein Bonus-Level, das super schnell vorbei ist. Denn wir können hier einfach nur ganz viele Münzen farmen, damit wir ein One-Up vielleicht bekommen. In Mario Bros. 2 Los Levels gibt es da auch einen eigenen Song, den viele nicht kennen, der sehr geil ist. Den gibt es auch in Mario Maker. Ja, dann sind wir wieder hier. Haben damit, glaube ich, nicht super viel vom Level geskippt. Nur um euch nochmal zu zeigen, was wir sonst so verpasst hätten. Und zwar relativ schwieriges Gameplay. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder eine Röhre gefunden und verpasst schon wieder was. Oh Gott. Egal, ich spur einfach hin und her und mache ganz viele Cuts. Alles für die Cuts. Ja, obwohl, ich glaube, wir sind relativ am gleichen Ort noch. Ja, ist ja sonst nicht... Ist auch nicht so wichtig. Ich glaube, daran zu kommen ist auch nicht schwer. Einfach so. Ja, und nicht treffen lassen. Ja, dann sind wir auch ungefähr wieder hier am gleichen Ort. Wo man dann auch wieder rauskommen würde. Trampoline! Genau dann A drücken, wenn es ein Hoch bouncen würde. Dann bouncen wir ganz weit nach oben und... Habt Spaß! Ja. So. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wer ist eigentlich Mario? Naja. Es ist hier das Pilzkönigreich. Und... Es gibt viele Interpretationen. Das ist meines Level. Es gibt viele, ja. Eigenen Vorstellungen und Theorien. Warum Mario von Brooklyn, wo er eigentlich lebt, hierhin gelandet ist, zum Pilzkönigreich. Der Mario-Film ist zum Beispiel die neueste Theorie und Interpretation. Bisher auch die neueste und damit aktuellste und kennendste. Ich weiß es gerade nicht genau, aber... Oh, ich hasse Bloopers. Wir sind über die Cheap Cheeps. Es gibt anscheinend auch graue Cheap Cheeps. Interessant. Ja, die grauen, die gehen ab und hin und her und alles. Und die roten gehen immer in eine Linie und die... Ah, nee. Andersrum. Ja, aber es gerade war komisch. Egal. Andersrum. Egal. Bloopers sind gemein. Mehr wollte ich nicht sagen. Ja. Aber auf jeden Fall, Mario ist in dem Pilzkönigreich und das saugt einen hier mal runter. Muss man aufpassen. Das saugt er automatisch runter. Wenn da unten eine Leere ist. Aufpassen, wenn man groß ist und hier rüber geht. Hier nach oben geht, dann kann man das softlocken. Passt auf. Ja, und dann dachte ich Mario so, oh, Peach ist voll nice. Oh, Peach wurde entführt. Jetzt, wo ich gerade hier bin, jetzt muss ich sie retten. Keine Ahnung. Irgendwie so. Es gibt ein richtig lustiges Manual, auch sogar eine neue, relativ neuartige Webseite für Super Mario Bros. 1 und 2. Verdammt, ich glaube, hier gab es irgendwo... Ah, ne. Wir müssen hier einfach nur alle Münzen sammeln. Ich dachte gerade, das wäre hier ein anderes Level. Ne, hier müssen wir alle Münzen sammeln, denn das ist das dritte Level einer Welt. Wir wollen doch das One-Up haben, denn ich bin doch so schlecht und brauche es. Boah. Chief ist aber super gemein. Aber wir sehen, wir haben viele verschiedene Levelarten, also viel Abwechslung. Und die Chiefs, ich kann mich daran erinnern, die Chiefs haben richtig böse Hitbox. Boah. Und die kommen alle aus dem Nichts. Ich hasse sie. So, wir sind aber durch. Das war nur ein Vorgeschmack zu dem, was noch später kommt. Ja, später wird es dann noch richtig, richtig fiese. Aber jetzt gibt es erstmal wieder Boss-Time. In the Castle. Jetzt haben wir auch Hotheads. Heißköpfchen. Solange wir unser Köpfchen nicht verlieren. Aber bleibt alles gut und chillig und entspannt. Oh nein, es ist dieses Rätsel-Labyrinth-Schloss, wo man den richtigen Weg immer lang gehen muss. Oder kommt das noch? Ich weiß es gerade nicht. Das ist aber so eine Mini-Plattform. Auch süß. Wird hier rausgebackt. So. Aufpassen. Oh, das war's schon. Nee, war noch nicht das Labyrinth-Schloss. Aber sah so aus.
Yeah, ich hab's euch wahrscheinlich vorher schon eingeblendet, aber wenn man Bowser besiegt, dann sieht man, wer dahinter steckt. Beim ersten Welt habe ich euch wahrscheinlich schon gezeigt, da war es ein Goomba und hier war es ein Koopa. Yay, tot gerettet. Thank you, Mario! But our princess is in another castle! Der mit seinem BH, Alter. Na gut, auf geht's zur nächsten Welt. Oh Mann. Klar, es ist ziemlich OP, wenn ich die ganze Zeit mit Vollbube rumgehe, aber vertraut mir, ich werde sie früh genug noch verlieren. Ja, brauche ich jetzt nicht. Werde ich wahrscheinlich noch verlieren. Passiert mir sowieso oft genug. Was habe ich gesagt? Oh, hey, aber da das eine Röhre ist, kann ich gleich wieder zurückspulen. Yay. Es ist sehr schwer, da hochzukommen. Es gibt so einen Walljump-Glitch, wo man da einfach hochkommt, aber ja. Keine Ahnung, ich kann das nicht so gut. Ah, das war natürlich eine böse Falle. Das ist so eine klassische Super Mario Bros. Falle, wo man in so einer kleinen Ecke drin ist. Mit einem Koopa und der so einen Blödsinn macht. Boah, gedribbelt und ein One-Up erhalten. Yeah, da ist das One-Up. Ich weiß nicht, ich glaube, da oben war vielleicht noch ein Pilz. Weiß ich noch nicht. Kann es sein? Ach, egal. Jetzt komme ich ja eh nicht mehr hoch. Jetzt ist schon zu spät. Wow, was? Euch gibt es schon in der dritten Welt. Ich dachte, euch kommt erst in der vierten Welt vor. Ja. Das sind die Hammerbrüder. Die springen hin und her. Und können ihre Hämmer. Yes! Wow! Habt ihr mich gesehen? Ich war gerade auf der anderen Seite des Bildschirms. Müssen wir mal zurückspulen. Ja, die sind super böse, weil die schießen komplett random und die sind einfach unfair. Die sind einfach unfair. Mehr mal wollen wir nicht sagen. Oh, Trampolin traue ich irgendwie nicht. Oh, hier zwischendrin könnte noch was sein, ne? Schaffe ich es noch? Ich bin nicht runterfallen. Ne, ich lasse es lieber. Zurück an der Stelle mit dem One-Up. Denn zum einen können wir hier einen Stern erreichen. Yay! Und den benutzen wir jetzt, um hier ein bisschen durchzurushen. Denn hier beim Trampolin. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt first try. Oh, wie mache ich das am besten? Ich glaube, von hier springen. Ja! Ah! Oh, und direkt stoppen. Es gibt hier nämlich am Rande eine Vine, die einem zu einem Bonus-Level bringen kann. Ein Bonus-Level. Darauf habe ich jetzt Lust. In der Nacht, denn alles ist zu dunkel. Oh Mann, ich habe Angst. Aber wir bleiben stark im Himmel, ja. Oh yeah, die Wolken sind auch überglücklich, dass ich da bin, ja. Yeah. Die sind glücklich, oh ja. Wuhu! So, wo lande ich? Ja, eigentlich direkt daneben, glaube ich. Direkt, wo das Level sonst weitergehen würde. Will ich jetzt nachschauen? Ach, nee. Oh, hier gibt es übrigens ein Secret. Das braucht ein bisschen Zeit. Ja. Das ist nicht so einfach. Aber ich glaube, jeder weiß, was ich gerade versuche. Oh. Ja. Ah, komm schon. Ich hatte es fast. Ich darf mir nicht so viel Zeit nehmen, weil irgendwann kommt der Koopa auch wieder raus. Oh, hab ich's? Yeah! Das ist ein super schweres Setup. Aber ihr könnt sehen, ich kann hier One-Ups farmen ohne Ende. Aber das wäre Cheating. Das war schon wieder zurück. So, es tut mir leid, aber kein Cheating hier. Ich wollte es euch nur zeigen, denn gefühlt jeder kennt diesen Trick, oder? Gefühlt kennt den. Selbst meine Oma. Ich weiß es nicht, ob sie es kennt. Naja, wie auch immer. Nächstes Level. Oh, den hätte ich jetzt kicken können, ne? Ah, blöd. Das ist das Problem, wenn ich automatisch immer auf Rennen drücke. Ich hätte ihn jetzt kicken können. Alle gehen auf einmal. Vielleicht sogar One-Up. Wer weiß. Aber wäre jetzt cool gewesen. Schon wieder! Boah, ich mache den gleichen Fehler. Aber den muss ich killen, sonst komme ich hier nicht dran. Ja, da sind Münzen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ist das jetzt ein Trick? Aber nee, da sind Münzen. Und da drüber ist wahrscheinlich nichts. Okay. Du. Man merkt, dass ich eigentlich nur die Level kenne, wo man die man wissen muss für Speedrunning. Also, ne? Warp Zone Level und alles.
Die kenne ich am besten. Oh, komm schon. Ah. Okay. Naja, kein One-Up. Passt schon. Ich versuche auch übrigens jede Röhre und jede Ranke zu zeigen, aber ich verspreche nichts. Kann nämlich sein, dass ich ab und zu mal was verpasse und dann tut's mir leid. Ihr könnt aber gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ich was verpasst habe. So, das dritte Level ist mal wieder ein Berg. Oh, was zum... Also, ich möchte nicht Game Over gehen. Hallo? Was ist denn jetzt los? Ich schwöre es euch, wenn ich ganz normal spiele und kein Let's Play draus mache, wo ich versuche alles zu zeigen, dann sterbe ich auch nicht so oft. Das gab mir doch sowieso keiner. Auf jeden Fall müssen wir... Wenn wir One-Up haben wollen, und das... Ja, da glauben mir jetzt wahrscheinlich viele, dass ich es brauchen werde. Ah, da müssen wir jetzt hier wieder alle Münzen sammeln. Oh, nein, boah. Ey, komm schon, ich bin wirklich nicht so schlecht. Ich schwöre es euch, okay? Ich schwöre es euch. Mann! Das kann doch nicht sein, ey. Vorführeffekt, ehrlich, ganz ehrlich. For real, for real. Du, verpiesel dich, Mann. Wegen dir bin ich schon mehrmals gestorben. Not cool, Bro, not cool. So, genau, jetzt kommt diese Plattform. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen haben, aber wenn man drauf geht, dann sinken die. Und die sinken auch super schnell. Oh, und die haben mit Wagen. Muss man wiegen. Weiß nicht, wie viel Mario hier wiegt. Sieht schon ein bisschen breiter gebaut aus, aber nicht unbedingt fett, sondern eher ein bisschen zu oft beim Meckles, aber nicht so oft wie Wario zum Glück. Nein, ich mache nur Witze. Ich mache nur Witze. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier an der Stelle könnte man irgendwie rüber tricksen, dass man über die Flagge kommt. Also, ne, out of bounds, hinters Ziel. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich geht. Aber ich teste es jetzt auch nicht, das dauert mir zu lang. Das ist mir zu blöde. Aber wir kriegen eine Feuerblume. Hab ich nochmal Glück gehabt, dass ich die nochmal bekomme. Okay, aufpassen. Ich möchte sie nicht nochmal verlieren. Boah. Okay. 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 Wow. Und der nächste Boss. Normalerweise soll man hier eigentlich als großer Mario alles kaputt machen, damit man da drüber kommt. Aber wir kriegen ihn so. Wenn ich schon kann und nicht cutten muss, um zeigen. Da war ein Käfer. Dann mache ich das auch so. Denn ich kann's halt. Thank you, Mario. Den Text kennst du ja schon. Ja, den werden wir auch noch öfter sehen. Ich fand das cool in der All-Stars-Version, also mehr oder weniger das Remake von dem Spiel, wo man dann bei Toad immer einen neuen Sprite gesehen hat. Es waren immer mehrere Toads.